Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz von dem Bundesliga-Heimspiel morgen Nachmittag gegen den Sportclub Freiburg. Ich begrüße unseren Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc und bitte um Ihre Fragen. Sebastian Kolsberger von der Bild macht den Anfang. Herr Favre, vielleicht vorneweg, wie geht's Jadon Sancho und Roman Bürki? Können Sie beide morgen zum Einsatz kommen? Momentan weiß ich nicht. Vor allem für Roman Bürki und ja, Jadon war leicht erkältet, so, aber wir werden sehen heute. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, Herr Favre, Sie haben am Mittwoch ja schon vor dem Spiel davon gesprochen, dass die Rotation ein großes Thema werden wird in den kommenden Wochen. Jetzt hat Joachim Löw Ihnen noch einen Spieler weggenommen. Freuen Sie sich für Moda Hut oder schlagen da zwei Herzen in Ihrer Brust? Nein, ich freue mich für ihn, natürlich, ja. Hat er es verdient? Sorry? Hat er es verdient? Ja, er hatte sehr lange nicht mehr gespielt. Er war verletzt, Knieverletzung, hat noch ein Spiel gemacht und er geht für ein Freundschaftsspiel. Aber das ist schon etwas, ist schon gut für ihn. Björn Pino, Radio 91.2. Michael, welche Auswirkungen kann denn das Spiel in Bayern, jetzt der Supercup, auf die Psyche der Mannschaft haben? Positiv, negativ, gib mal einen Ausblick. Ich glaube, dass wir eine gute Leistung gebracht haben, dass wir das Spiel nicht hätten verlieren müssen. Wir haben unglückliche Gegentore bekommen, hatten wenig Spielglück, muss man sagen. Wir hatten noch riesige Torchancen, um das Spiel zu gewinnen. Insgesamt war die Leistung, fand ich, in Ordnung und das kann der Mannschaft auch Selbstvertrauen geben. Wohl wissend, dass es natürlich jetzt gegen Freiburg ein anderes Spiel wieder wird in der Bundesliga. Aber es ist ganz klar, wir wollen oben dran bleiben und wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist immer unser Anspruch, wenn wir ein Heimspiel haben. Vielen Dank dir, Björn. Ich habe eine gleichlautende Frage von Bijan Jacobi bekommen, schriftlich reingereicht. Dann stelle ich die nicht mehr, weil es war wirklich fast exakt die gleiche. Gibt es weitere Fragen? Jesko von Eichmann, Sky Sport News, HD. Fernsehmann macht das Mikrofon nicht an. Jetzt aber. Es ist durchaus möglich, dass Freiburg sich bei Augsburg ein bisschen abgeschaut hat, wie man Borussia Dortmund schlagen kann. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass der BVB gegen Freiburg erfolgreicher sein wird? Ja, wir wollen das Spiel absolut gewinnen. Ist klar, wir haben in München gut gespielt. Wir nehmen mit viele positiven Sachen. Wir haben auch kein schlechtes Spiel in Augsburg gemacht. Das kann passieren, aber nicht so weiter. Das ist klar, wir wollen gegen Freiburg gewinnen, aber wir wissen auch, gegen Freiburg wird anders. Wir müssen uns erinnern in die Rückrunde. Wir haben 1-0 hier gewonnen. Ich weiß nicht, ob Sie da waren, aber es war sehr, sehr schwer auch, weil Freiburg hat eine gute Mannschaft, sind sehr gut organisiert und bis jetzt sowieso jedes Spiel war sehr, sehr schwer. Aber wir nehmen viel positive Sachen von unserem Spiel in München. Ich denke, der Trainer hat die Frage beantwortet. Dirk Krampe nochmal. Frage an Michael Zorc. Können Sie was zum Stand der Gespräche mit dem 1. FC Köln sagen bezüglich Marius Wolf? Ja, können wir sagen. Wir haben uns mit dem FC auf eine Leihe verständigt, die bis zum Ende der Saison gehen wird. Also Marius wechselt ab sofort auf Leihbasis zum 1. FC Köln. Robin Haag, Funke Mediengruppe. Ist das Mikrofon an? Jetzt eine Frage an Herr Favre. Wir haben gerade schon kurz über Moda Hut gesprochen. Sie haben ihn in Gladbach schon zum Profi gemacht. Was zeichnet ihn als Spieler aus und warum hat er beim BVB noch nicht so den richtigen Durchbruch geschafft in seinem vierten Jahr? Ja, bis jetzt. Es war, er ist seit drei Jahren hier. Ja.
Er hat immer gespielt. Geht jetzt ins vierte Jahr, genau. Vierte Jahr. Er hat immer ein wenig gespielt, dann nicht alle Spiele, das ist klar. Aber er ist noch jung. Man muss das nicht vergessen. Ich habe letzten Wochen über einen Spieler gesprochen. Manchmal, du brauchst mehr Zeit und so. Und es ist anders hier. Und du hast mehr Druck auch. Und er muss weiter arbeiten. Aber es ist schon gut für ihn, dass er einmal mit der A-Nationalmannschaft geht. Und ich finde das sehr, sehr positiv. Eine Nachfrage? Ja, und was sind seine Stärken? Was zeichnet sein Spiel aus, Ihrer Meinung nach? Sie scheinen ihn ja ganz gut zu finden. Zum zweiten Mal arbeiten Sie mit ihm und Sie loben ihn auch oft. Was zeichnet Modahut aus? Ja, er ist ein Nummer 8, klar. Und er kann viel laufen. Er kann laufen auch mit dem Ball sehr gut. Er ist schnell, er kann dribbeln, er kann viel machen. Es braucht seine Zeit. Ich habe schon darüber lange gesprochen. Manchmal wir beurteilen zu früh manchmal die Spieler, die jungen Spieler, weil es ist sehr, sehr schwer, das zu messen. Er kommt oder er kommt nicht. Und wir müssen die Zeit geben. Und er ist, wie gesagt, noch jung für mich. Und das ist noch einmal gut für ihn. Björn Pinno. Herr Favre, was muss Ihre Mannschaft denn gegen Freiburg anders machen, damit es nicht so ausgeht wie gegen Augsburg? Wir müssen weiter, wie wir gemacht haben. Noch einmal, Augsburg war ein Spiel, wo wir ja nicht so viel Torschance gehabt haben. Wir haben noch, wenn wir analysieren das Spiel, wir haben Torschance gehabt. Aber nicht klar, aber wenn man das letzte Pass besser machen, die Torschancen sind da, aber sie haben uns gecountert, sie haben gewartet, das war schwer, wir sollten mehr Geduld haben, auf der Seite zu spielen und schneller auf der Seite zu spielen, dass sie schneller schieben sollten. Aber wir haben ein Spiel nach Augsburg, wo wir gut gespielt haben, wo wir Torschancen gehabt haben. Und das Spiel für mich war ganz okay, gut, und wir nehmen mit davon. Und ja. Sebastian Kolzberger. Herr Favre, Marco Reus hat in München das erste Mal wieder von Beginn an gespielt, wurde Mitte zweite Halbzeit ausgewechselt. Ja. Wie lange braucht er noch, um wieder über die volle Distanz gehen zu können? Und wie zufrieden sind Sie mit seiner Leistung nach seiner Rückkehr? Wir machen das progressiv weiter mit Marco. Ziel ist, dass fast alle Spieler bereit sind, 90 Minuten zu spielen am Mitte Oktober. Das ist, weil nachher wir haben nur englische Wochen und wir werden automatisch viel rotieren. Nicht nur ein oder zwei Spieler, es wird mehr. Und das ist das Ziel. Aber und ihre Frage, er hatte 30, 35 Minuten in Augsburg und hat gestern oder vor zwei Tagen 70, 68 Minuten gespielt. Das ist gut für ihn. Er wollte rausgehen, weil er ist gelaufen auf der Seite. Es war gut von ihm. Es war ein gutes Debüt. Ich bin sehr zufrieden. Muss weiter. Wir werden sehen für die nächsten Spiele. Okay. Dirk Krampe und danach Jesko von Eichmann. Ja, nochmal eine Frage an Michael Zorc. UEFA und FIFA haben jetzt nochmal die Abstellungsmodalitäten für ihre Nationalspieler oder für allgemein die Nationalspieler ein bisschen modifiziert. Sind Sie mit diesen Regelungen jetzt so zufrieden? Können Sie damit gut leben? Habe ich noch gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, was da jetzt modifiziert worden sein soll. Wissen Sie mehr als ich, Herr Krampe? Wir haben jetzt heute Morgen, also wenn Nationalspieler
ja, in Gebieten, die als Risikogebiete ausgezeichnet sind. Das ist ja sind. Mittlerweile fast ganz Europa. Ja, ne? Das ist leider gerade so. Aber es geht halt darum, was das örtliche Gesundheitsamt auch festlegt, wie dann damit umgegangen werden muss. Also man kann diese Quarantäne, also so wie verstehe ich es, umgehen. Ich glaube, das betrifft ja jetzt nicht nur die Abstellungsperiode für die Länderspiele, sondern es geht ja hinterher auch um die Champions League. Wir brauchen da klare Richtlinien, dass wir dann, wenn Spieler eingesetzt worden sind, im Europapokal oder eben bei der Ländermannschaft, dass sie dann auch am Wochenende bei der Nationalmannschaft ohne große Probleme, sprich mit einem negativen Corona-Test eingesetzt werden können. Da brauchen wir Klarheit. Im Moment ist das auch so. Das ist ja, es war ja mal angedacht, das zu ändern. Es ist ja noch nicht geändert worden. Aber ich glaube, wir brauchen da auch von den Verbänden noch mehr Klarheit. Jesko von Eichmann? Ja, ich habe noch eine Frage von meinem tapferen englischen Kollegen draußen. Englische Medien haben davon berichtet, dass Manchester United jetzt tatsächlich zum ersten Mal auch wirklich mit einem konkreten Angebot auf den BVB für Jadon Sancho zugegangen ist. Wie ist da die Kommunikation und wie ist generell Ihre Einschätzung zum Thema? Nein, also wir haben in der Vergangenheit natürlich mit Manchester United kommuniziert, aber alles, was es zu dem Thema zu sagen gibt, ist bereits von mir gesagt, von allen Verantwortlichen bei Borussia Dortmund gesagt worden, und daran wird sich auch in den nächsten zwei Tagen nichts mehr ändern. Drei Tagen, Entschuldigung. Ich bin mir sicher, dass Aber ich hoffe, dass der Kollege, ich sehe den ja auch immer draußen stehen, dass der gut aufgenommen worden ist hier und gut verpflegt worden ist hier in Dortmund. Er wird mit Kaffee versorgt, habe ich gehört. Ja. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also er wird sicher in zwei, drei Tagen auch noch da sein, und wir versorgen ihn regelmäßig mit Kaffee. Ist auch ein extrem netter Kerl, muss ich sagen. Er hält durch. Harald Grundmann von der ARD, genau, bitte. Ja, Michael, warum hat sich der BVB so dafür eingesetzt, die Altersgrenze, die Eintrittsaltersgrenze für Fußballprofis zu senken? Ja, in der Tat kam der Antrag von uns. Lars Ricken hat das sehr gut vorbereitet in seiner Funktion als Nachwuchskoordinator. Ich finde, das war überflüssig. Natürlich ist das ein bisschen nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich uns erhofft haben, dadurch Youssoufa Moukoko schneller zum Spielen zu bekommen im Profibereich. Aber es ging in erster Linie auch darum, einen Wettbewerbsnachteil, den die deutschen Clubs haben, hier auszugleichen, weil in allen anderen europäischen Ländern gibt es diese Altersbeschränkungen nicht. Schauen Sie nach Spanien, da hat Ansu Fati als 16-Jähriger für den FC Barcelona gespielt, und in Belgien, in Holland ist das an der Tagesordnung, und da ist für mich das Alter auch nicht das Kriterium, sondern die Qualität, und wir merken ja immer mehr, dass die Spieler heute mit 16, 17, 18 deutlich weiter sind, als wie es vor 10 Jahren der Fall war, und deshalb war diese Beschränkung einfach nicht mehr sinnhaftig, und wir haben den Antrag gestellt, und die Liga hat es Gott sei Dank genauso gesehen und entsprechend abgestimmt. Ein Blick in die Runde, und eine Frage gibt es noch. Robin Haag, bitte. Eine Frage an Herrn Zorc. Gestern wurden die Gruppen der Champions League ausgelost. Mit welchen Gefühlen haben Sie so verfolgt, auch mit Blick auf gerade Corona und die ganzen Reisebeschränkungen? Ich kann mir vorstellen, dass die Vorfreude ja nicht so groß ist wie sonst, oder? Um ehrlich zu sein, war das kein besonderer Gedankengang, weil ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, wir haben, da ist ja ganz Europa ist ja mehr oder weniger stark vom betroffen, und ich habe das rein sportlich gesehen, und ich finde es eine sehr interessante Gruppe, und wie jedes Jahr vor oder nach der Auslosung ist unser Ziel natürlich, die Gruppenphase zu überstehen, und wir wissen ja noch gar nicht, wie die jeweilige Pandemiesituation dann genau vor Ort ist, wenn wir dort dann spielen werden. Das ist ja doch sehr fließend.
Alles klar, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Interesse. Den beiden Herren auf dem Podium auch vielen Dank. Und wir sehen uns morgen alle im Signal Iduna Park wieder, hoffe ich. Bis dann. Tschüss.